So, hi Leute, und herzlich willkommen zurück zu Nioh. Es geht weiter. In der letzten Folge haben wir hier diese Hauptquest gemacht, Spross der Tugend. Vier Nebenquests sind aufgeploppt. Ich würde sagen, wir machen diesmal nach der Reihe. Fangen mit der kleinsten an. Und hoffen, dass wir endlich mal zwei Holzschwerter bekommen. Das wird nämlich mal Zeit. Bestimmt habe ich welche gehabt und habe sie verkauft. Besten wäre natürlich ein göttlich. Ich weiß, dass ich bei meinem ersten Char lange mit dem Holzkatana rumgelaufen bin. Das hat eigentlich vom Damage her war es gar nicht so schlecht. Die Kanone, die bleiben hoffentlich still. Ja, jetzt sind jetzt Yokai. Drüben ist ein Fuchs. Ey. Füchse sind echt gefährlich. Na, da hat die Reichweite wohl nicht ganz so gelangt. Wie still es hier geworden ist. Ich hasse diese Ninja, ich habe vor denen übelsten Respekt. Wenn von denen einer auftaucht, habe ich immer ein mulmiges Gefühl. Gibt doch noch Menschen hier. Doch nicht so ganz ein Mensch. Schnell das Loot holen. Kostbare Pfeile. Ui, cool. Und Ryoki ist nur noch Spielzeug für uns. Beim ersten Run hat er mich sowas von genervt, ne? Ui. Ich wusste gar nicht, dass du das kannst. Ey! Ich auch noch vergiftet. Bis
ich das Gegengift finde, ist es schon längst weg. Geht's denn jetzt weiter? Oh Mist. Oh ja. Wenn ich blieb. Ach, schaut mal, wer da oben ist. Ups. Kommt der Scheiße her? So, wenn der weg ist, ist der andere auch kein Problem mehr. Immer schön auf die Hörner. Da haben wir auch schon den Schrein. Oh, schon mal Level up. Hier richtig? Hier waren wir schon. Komme ich denn da rüber? Wie komme ich da rüber, Leute? Bin wieder an derselben Stelle. Ich glaube, da drüben war ich noch nicht. Ja. Schaut gut aus. Fuchs nervt, ey. Jetzt ist er weg. Neben der Waffe haben wir auch noch als Reserve. So, was kommt jetzt? Schon wieder so ein Scheißfuchs. Ja, der wäre weg.
Und was finden wir? Goldener Nio. Was ist goldener Nio? Goldener Nio. Oder mal. Es geht auch anders. Neue Gegenstände. Goldener Nio. Hä? Komisch. Blutroter Wille. Okay, die Krieger. Ich glaube, die können wir auch noch machen. Tun wir mal ein bisschen unser Zeug wieder verkaufen. Können wir wegmachen. Kein Plus-Level. Das hat wieder plus 2. Das heben wir uns auf. Level-Up kriegen wir nicht hin. 210 hat die. Was ist das? Tanz der Da gibt es wieder Kodama. Und zwar nicht gerade wenig. 2, 4, 6, 8, 9. Das heißt, die müssen wir in ein extra Let's Play machen. Das heißt, wir machen jetzt diese Mission hier. So, let's go. Mist, Kerl. Die Köder sind nervig. Laufen ist der Bass schon Schrein Nummer 2. Ist das euer Ernst? Lol. Eine Welle von Gegnern. Der schießt.
Nee. Das war knapp. Ah, ist schon fertig. Ich buff mich da, aber ich denke, es geht weiter. Ja gut, wir rasten. Weil ich glaube, das kommt nicht mehr wieder. Hier habe ich auch gekämpft mit meinem Mancha, obwohl er Level 100 gewesen ist. Der da oben muss weg. Hey. Bisschen gefährlich. Entschuldigung, musst du Mikro kurz ausmachen. Hab genossen. Tut mir leid. Hätten aber auch geschafft, war gar nicht so schwer. So, gab es wenigstens ein bisschen gutes Loot. Irasai. Ja, ich weiß. Irasai. Na, nicht so viel, aber war ja auch ein kleines Level. Hier auf plus 2, super. Ja, ich glaube, da können wir ein paar Seelenbilder machen. Plus 2. Haben wir schon auf plus 4? Na, mehr geht da nicht. Doch, wir können den Krieger des Ostens stärker machen. Krieger des Westens. Bonus für Amrita Absorption, Autoregeneration. Angriff von hinten, Schadensreduktion, das ist auch nicht schlecht. Wir haben nämlich noch eine Quest, die ich nochmal probieren möchte.
Aber die wird schwer, da müssen wir gegen die zwei kämpfen. Die wird schwer, aber wir probieren's. Hayabusa jetzt rein. Jetzt haben wir Angriff, erhöhen Treffer mit Ninjutsu. Bringt jetzt nicht viel, weil wir ja keine Ninjutsu machen. Aber trotzdem. Zwei Teile haben wir jetzt drin. Die wird nervig, die Mission, da bin ich mir sicher. Oh, Level Up geht ja auch noch. Ja, ich kann mich an die erinnern. Die war sauschwer. Den haben wir ja schon mal gekämpft, ne? Der hat sich hier echt eine unangenehme Stelle rausgesucht. Jetzt ist unsere Chance. Oh. Oh, das war so knapp. Nicht langsamer. Jetzt kommt der wirkliche Arsch. Wow, war gar nicht so schwer. Kommt da noch was? Nein, nicht der. Der hat mich echt noch erwischt. Aus der Entfernung. Wahnsinn. Ich hätte nicht gedacht, dass der mich erwischt. Aber das ganze Zeug müssen wir uns aufheben. Weg mit dir. Komm! Gerade noch geblockt. So, der wäre weg. Aber ach, ich habe doch auf dreimal habe ich auf oben gedrückt und der halt nicht. Das gibt's doch nicht. So ein unsinniger Tod, ey.
Kommt er nicht hier als nächstes? Komm, ey! Warum hat er jetzt auf einmal länger gedauert, bis er gekommen ist? Das verstehe ich nicht. Jetzt steht er da drüben. Der Sack. So, erhöht er seine Verteidigung. Das war nochmal brenzlig. So, voll machen. Geschafft. So, und jetzt, wer kommt jetzt? Der und das. Das ist gefährlich. Geschafft. Aber ich glaube, da kommt noch was. Ne, wir haben es geschafft, Leute. Bin ich froh. Ein paar unnötige Tode waren dabei, aber wir haben es geschafft. Sind aber auch am Ende der Folge angelangt, Leute. Ich sage vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaltet auch zur nächsten Folge wieder ein. Tschüss zusammen.